In this video, Lynn completed her visit to another household in Berlin. Now, you will meet Genta, Alicia's best friend, who is on the contrary, independent living alone. Hello, I am Chelsea and I am taking over 10 short questions with an independent Berliner. Hallo, herzlich willkommen in meinem Zuhause. Ich bin Gentiana. I have no idea what you just said, but you're gonna get the translation. Hello, Gentiana. Hello. How are you? Ganz gut, danke schön. Okay, Gentiana, can you tell me about yourself? Ja, ich bin Gentiana, ich bin 28 Jahre alt, wohne in... Okay, what is Alicia doing at the back? In Berlin. Bin hier geboren und bin HR Assistant in einem Modeunternehmen. Okay, and there has been talks about an energy crisis in Berlin. How would you address that? Ja, also es ist auf jeden Fall zu spüren und auch eine Qual, sage ich mal, und man merkt das auf jeden Fall. Okay, and how are you dealing with the energy crisis? Ja, ich versuche selber auch viel zu sparen an ja, Strom, Energie, wo es halt auch nur geht. Mein Fernseher zum Beispiel bleibt aus, wenn ich ihn nicht benutze. Viele lassen den ja zum Beispiel nebenbei noch laufen, das mache ich nicht. Oder halt auch ja, die Heizung, die sieht man jetzt da gerade nicht, aber die ist aus, wenn ich nicht da bin. Ich mache, also nur wenn ich nach Hause komme, mache ich die Heizung an. Und so versuche ich dann auch selber zu sparen, genau. Okay, ja. Yeah. And how did you used to pay like for the electricity bill? Ich glaube, es waren so um die 200 Euro und jetzt ist es halt auf 150 Euro mehr gestiegen. Okay. Was there a time while you were really worried about not being able to afford the electricity or like not being able to afford some prices? Ja, klar, weil durch die Energiekrise wird ja alles teurer und man versucht dann, man hat nicht mehr diesen Lebensstandard so wie früher. Ja, und hier kommen wir in meine Küche. Man kann dann auch nicht mehr so oft essen gehen, zum Beispiel. Man versucht dann auch mehr zu kochen und genau. Okay. Do you think that the energy crisis in Berlin is exaggerated by the media? Also es ist, nein. And do you believe that Putin's plan to scare the West has failed? Nee, ich sehe das auf jeden Fall so. Also es ist sehr angsteinflößend und gerade auch zu der Winterzeit ist es kalt und man kann nicht mehr so viel, sag ich mal, Strom benutzen wie vorher. Und es kommen auf jeden Fall noch härtere Zeiten auf uns zu. Okay. The Germans have actually shown skepticism towards Qatar, but still they made an electricity deal with them. What do you think about that? Ja, also Deutschland hat uns auf jeden Fall geholfen, dass wir durch diese Energiepauschale ja, mehr was zur Verfügung bekommen, aber das löst nicht das Problem. Are you actually taking any measures to stop the electricity bill? Ja, also hier zum Beispiel die Waschmaschine. Ich versuche dann zum Beispiel nur einmal die Woche zu waschen. Ja, wie gesagt, kochen ist halt auch... Versuche das halt auch, klar, ich koche jeden Tag, aber versuche alles auf einmal auch zu machen und genau. Yeah. Some people have actually considered buying an electricity generator. Would you think about doing that? Because maybe they believe that the winter might get colder and they won't be able to afford much electricity, so they're resorting to electricity generators. Ja, ich habe auf jeden Fall darüber nachgedacht, aber ich habe da noch nichts, genau. Have you actually experienced a blackout or short term what they call as a brownout in Germany? Because in some areas other than Berlin, some people have reported that at some points that the electricity is turning off for 2 to 3 hours per day. In Berlin gibt es auf jeden Fall Orte, wo der Strom dann auch aus ist. Ja, also wie zum Beispiel die Siegessäule, die leuchtet auch nicht mehr so wie früher. Also so Sightseeing-Sachen, die leuchten nicht mehr. Also das auf jeden Fall, man merkt das.
Genau. Okay. Thank you very much, Gentiana, for Sehr having gerne. You're us. welcome. And it was really nice meeting you. You have a really nice apartment. Thank you. And thank you very much. Bye. Bye-bye. That was it. Bye.